Record of Ragnarok. Manche sagen, es ist eine Enttäuschung. Andere sagen, dass der Anime doch nicht so schlecht ist. Also, was ist jetzt richtig und was ist falsch? Und lohnt es sich überhaupt, den Anime zu schauen? Oder soll man lieber einfach den Manga lesen? Das alles werden wir heute in diesem Video klären. Wenn ihr noch weitere Videos zu Anime sehen wollt, dann lasst schnell ein Like da, damit ich die Motivation habe, sie zu machen. Die Handlung von Record of Ragnarok dreht sich um eine Gruppe von Göttern und Helden, die beschließen, gegen die Menschheit zu kämpfen, um ihre Überlegenheit zu beweisen. Die Götter und Helden kämpfen gegeneinander, bei denen jeweils ein Gott oder ein Held gegen einen Menschen antritt und dabei muss einer von denen sterben. Nur dann gibt es einen Sieger. Jeder Kampf hat Auswirkungen auf die Zukunft der Menschheit und beeinflusst die Beziehungen zwischen den Göttern und Helden. Im Laufe der Serie werden die Hintergründe und Motivationen der verschiedenen Charaktere enthüllt und es entstehen Konflikte und Allianzen, die den Verlauf der Kämpfe und die Zukunft der Menschheit bestimmen. Damit ihr jetzt meine Meinung nachvollzieht, müsst ihr wissen, dass ich zuerst den Manga gelesen habe und erst dann mit dem Anime angefangen habe. Nach dem Manga hatte ich sehr hohe Erwartungen an dem Anime, genauso wie all die anderen Manga-Fans. Doch, was wir gekriegt haben, war nur eine 0815-Animation, die noch es irgendwie schafft, dich manchmal mit noch schlechteren Animationen zu überraschen. Ich war ernsthaft bereit, all dies zu akzeptieren, nur wenn der letzte Kampf und einer der wichtigsten Kämpfe in dem ganzen Anime, der Kampf zwischen Adam und Zeus, gut animiert worden wäre. Ich sage jetzt nicht eine super krasse Animation, aber zumindest eine, die gut ist. Aber naja, als ich gehört habe, dass der Anime noch eine zweite Staffel kriegt, war ich zuerst überrascht, weil ich dachte, dass die erste Staffel von dem Anime eine komplette Katastrophe war. Doch nach der ersten Staffel sind alle meine Erwartungen verschwunden und somit habe ich die zweite Staffel geschaut, ohne zu hoffen, dass ich hier etwas Krasses sehen werde. Und ich muss euch ehrlich sagen, die zweite Staffel war gar nicht mal so schlecht, wie ich gedacht habe. Ohne Erwartungen habe ich versucht, den Anime ganz neutral zu bewerten und den Anime nicht mit dem Manga zu vergleichen. Und die zweite Staffel ist ziemlich gut und interessant. Man muss auch den Animatoren Respekt erweisen, dass sie zumindest versucht haben, sich zu verbessern. Sie waren mit Staffel 1 nicht zufrieden und in der zweiten Staffel kann man schon sehen, dass sie sich Mühe gegeben haben, es besser zu machen. Ehrlich gesagt habe ich schon schlechtere Adaptionen von großartigen Mangas gesehen. Also, solange sie versuchen, sich zu verbessern, ist das in Ordnung. Viele, die Record of Ragnarok durch den Anime kennengelernt haben, verstehen vielleicht gar nicht, warum der Anime so viel Hate abkriegt, weil er einfach nicht so schlecht ist. Für diesen Hate habe ich zumindest zwei Erklärungen gefunden. Die erste Erklärung sind die hohen Erwartungen der Leute, die den Manga gelesen haben. Und die zweite Erklärung ist vielleicht, dass der Standard von solchen Anime durch andere Anime wie zum Beispiel Jujutsu Kaisen oder Chainsaw Man völlig angehoben wurde. Dadurch ist es mittlerweile sehr schwer, einen Anime mit einer nicht so guten Animation auf den Markt zu bringen, weil die Fans sehr hohe Erwartungen und Ansprüche haben. Nichtsdestotrotz würde ich das verstehen, wenn dies ein unbekannter Anime wäre, mit nicht so vielen Fans und mit einem kleinen Budget für den Anime. Doch hier geht es um Record of Ragnarok, der einen ziemlich erfolgreichen Manga hat und von Netflix veröffentlicht wurde. Doch wenn wir jetzt diese ganzen Nachteile und Kleinigkeiten weglassen, gibt es schon zwei gute Gründe, warum ihr diesen Anime unbedingt schauen sollt, auch wenn der nicht perfekt ist. Die musikalische Unterstützung und die sehr guten und charismatischen Synchronsprecher der Charaktere sorgen dafür, dass man diesen Anime, aber vor allem die zweite Staffel, echt genießen kann, trotz der nicht so guten Animation. Also, wenn ihr den Anime noch nicht geschaut habt, dann macht das und schreibt unter diesem Video eure Meinung dazu. Das würde mich wirklich interessieren. Aber wenn ihr den Anime schon geschaut habt, dann könnt ihr auf das Video gehen, das ich euch verlinkt habe. Das ist ein Video von mir mit einigen Anime, die ihr auch unbedingt schauen sollt, die wirklich interessant sind. Mehr habe ich in diesem Video nicht zu sagen, deshalb, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!